willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem wunderschönen Kanal. Heute mal wieder eine neue Folge von Talk Barambos. Heute ist schon mega lange her, ich weiß, seitdem eine neue Folge von Talk Barambos rausgekommen ist. Es liegt einfach wegen Corona daran, auch an Lockdown und so, konnten wir natürlich leider nichts hochladen. Aber jetzt sind wir wieder am Start und ich werde ein paar Fragen aufdecken und das Ergebnis vom letzten Voting. Wir hatten ja ein Voting zweimal. Und jetzt Halbfinale, viele haben gevotet und es kam nie. Und ihr fragt euch, was ist jetzt damit passiert? Jetzt wird's aufgelöst, endlich, nach 500 Jahren. Ihr konntet zwei Sachen auf jeden Fall voten. Ihr konntet den Favorite Schauspieler voten und ihr konntet Favorite Staffel voten von den beiden. Wir fangen direkt an mit den Staffeln, also. Der erste Platz hat auf jeden Fall Staffel 1, das Training beginnt, gewonnen. Auf jeden Fall dafür einen Applaus. Wie geht das nochmal? Und Staffel 2 ist dann Platz 2. 36 Leute haben für Staffel 1 gewotet, 24 Leute für Staffel 2. Jetzt kommen wir zu den Schauspielern. Fünfter Platz belegt Daniel mit 6 Stimmen. Vierter Platz belegt mit 9 Stimmen Mario! Jetzt wird's interessant. Dritter Platz. Wir kommen zu den Platz 3 Plätzen, 3 besten Plätzen. Platz 3 mit 12 Stimmen belegt. Yes! Ehre, Bruder! Ja! Und zweiter Platz mit 15 Stimmen belegt. Ich! Und der erste Platz, der Halbfinale, belegt mit 18 Stimmen Hinder! Ja! So, also man sieht es, also ganz deutlich, Daniel und Mario sind raus. Jetzt bleiben 3. Daniel und Mario sind raus, leider. Jetzt ich, Jas und Hinderm, der Esel nennt sich zuerst. Wir kommen auf jeden Fall weiter in die Finale und jetzt, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr für die Finale voten. Für einen, der das Ganze abreißen wird. Votet jetzt, Link in der Videobeschreibung, könnt ihr voten. Let's go. Was ist jetzt? Interview. So, wir kommen jetzt. Wo ist mein Name, du Arschloch? Herzlich willkommen zum zweiten Part des Videos. Warte kurz, warte. Brudi, wir haben zusammen alle Videos gedreht. Wo ist mein Arschlochname? Willkommen zum Interview. Und zwar fangen wir an mit den legendären Hinderm 12-10. Ein Applaus! Let's go! Also, lieber Hinderm 12-10, wie finden Sie das, dass Sie jetzt als erster Platz gewinnen? Normal. So bist du? Also das erste Mal, nein, glaubst du, du wirst gewinnen? Nein, aber wirklich so ohne so Überheblichkeit und so alles, yeah. Und diese scheiß Arroganz, scheiße und so. Ich glaub schon, ne? Glaubst du schon? So, wer macht mir Konkurrenz? So diesen... Naja, nein, Spaß. Also Jas, Jas könnte auch gewinnen, aber ich glaube, er gewinnt nicht. Er gewinnt. Warum glaubst du, er gewinnt? Er ist ja, schon, weil er war schon Anfang, ziemlich gut am Anfang. Ist er schwach, gewählt worden. Beim zweiten Mal ist er stärker gewählt worden. Er war einer von den drei. Schau, ich sag mein Produkt der Quote. Ich sag 30 Jas, 40 ich, 30. Ja. Okay. Ich sag, weil jeder könnte gewinnen. Ich glaub, ich werde reingewinnen. Ja. Okay. Aber ich würde Jas auch ultra gönnen und dir auch. Ja, aber und Momo, auch. Momo, wenn du das hier siehst, du bist Herzen der Gewinner des Herzens, okay? Ja. So. Ich sage, Jas wird schon stärker gewählt. Okay. Es ist aber schwierig zu sagen, ob er jetzt gewinnen wird, ob ich gewinnen werde. Ich habe letztes Mal gewonnen. Und
Diesmal, letztes Mal wurde ich, glaube ich, dritter Platz. Diesmal wurde ich zweiter Platz, also diesmal wurde ich stärker gewählt. Deswegen ist schon die höhere Chance, groß, ja. Deswegen ist schon eine höhere Chance, dass ich gewählt werde, aber es ist auch eine hohe Chance, dass Jas gewählt wird. Ja. Und die höchste Chance liegt natürlich bei dir, weil du ja, das muss zweimal hochgewählt wurdest. Es muss auch nicht so sein, ich glaube, es ist eher unwahrscheinlich, dass es zweimal hintereinander so hochgewählt wird, oder? Kann sein, muss ich aber, es kann auch natürlich möglich sein. Zum Beispiel sein, die Daniel und die, wer war noch? Daniel wurde am Anfang stark. Fans könnten jetzt sicher, ne? Daniel wurde am Anfang stark gewählt. Er war, glaube ich, erste. Platz 4. Na, erster Platz! Ja, er ist auf 5. Platz runtergerutscht. Das ist aber er ist jetzt, also er wurde. Waren kein Mitarbeiter, also haben nicht mehr gewählt. Auf jeden Fall, wir haben jetzt viele Fragen. Ich sehe es auch sehr, sehr oft. An mich? Naja, generell an uns, unter den Trailer, unter den Clips, die ich hochgeladen habe, unter den Folgen, fragen urviele, wann kommt die dritte Staffel? Ei, und könntest du es beantworten? Weil, ich habe es schon oft gesagt, es kommt, aber jetzt wollen wir nochmal von dem Hintern 15 wissen, wann. Bestätigt wurde es noch nicht, aber... So, ich würde schon sagen, im Sommer, ja. Das, ja, Sommer, fix, ne? Das Problem ist, es ist halt immer locked und wir haben auch. Bleibt dran, ja. Wir wollten auch den angekündigten Kurzfilm. Und da ist jetzt wieder eine Frage, viele fragen jetzt nochmal nach, was ist mit dem Kurzfilm? Der Kurzfilm wird auf jeden Fall kommen. Es werden neue Leute kommen, die man auch sowieso nicht kennt, also von Stammersdorf oder das Verbrechen. Es werden ein paar alte Gesichter noch dabei sein. Aber auch neue. Ja, ich freue mich drauf. Das wollen wir noch nicht verraten, aber es wird mega krass. Ein paar Sachen können und ich sehe es schon sehr, sehr oft. Vielleicht dachten ja viele, dass noch nichts kommen wird, aber es wird was kommen und das hundertprozentig. Also, wir können nichts versprechen, aber es wird auf jeden Fall was kommen. Es wird auf jeden Fall mega krass und wir halten das, was wir sagen. Ne? Ja, gut. Auch wenn wir es nicht versprechen, tun wir das trotzdem. Also, dritte Staffel wird richtig krass und Kurzfilm wird richtig krass. Vielen, vielen Dank, der Hinterm 12.10, dass du mitgemacht hast. Dankeschön, nochmal einen Applaus. Scheißen. Herzlich willkommen zum zweiten Interview mit den Jas. Jetzt ein großer Applaus. Vielen, vielen Dank. Du wurdest als dritter Platz gewählt, okay? Und letztes Mal warst du... Fünfter, ja. Gut verfolgt. Und jetzt, diesmal wurdest du stärker gewählt. Ja. Glaubst du wirst es gewinnen in diesem Voting? Bruder, schau, ich glaube... Es kommt immer auf Glück an, weißt du, wer jetzt wählt, weißt du, wenn mich jemand wählt, der mich hasst, weißt du, so. Es kann schon möglich sein, aber du wurdest stärker gewählt, das heißt, diesmal war es schon beliebter. Ja, ja. Am Start. Und diesmal ist für mich, weil irgendwie bei Daniel, ich weiß nicht, was das Problem erster. War. Er war erster und dann auf einmal letzter mit nur 6 Votings. Ich glaube, beim ersten Mal waren es 12 Votings, 15 Votings. Ja, sowas bei ihm. Er hatte gute Votings, weil er hatte so 3, 4, 5, sowas. Votes. Und diesmal nur 6, ich frage mich, warum? Warum? Wenn ihr es wisst, Vermutungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich weiß nicht genau, warum, aus welchem Grund. Das ist einfach nur, ich weiß. Eine Frage zum Beantworten, was auch gehört. Wärst du, ne, was die Leute auch gefragt haben, bist du im nächsten Kurzfilm dabei? Ich hab gedacht. Und das kannst du schon so sagen. Ja. Nein? Mit Sicherheit? Ja, ja. Ja. Kurzfilm. Also ihr wisst es. Der alte Cast ist offiziell bestätigt von Unterschrift. Mit Unterschrift, okay. Wann glaubst du, kommt der nächste Kurzfilm raus? Yeah. Ja, Bruder, die Dreharbeiten sind normal. Das Problem ist, wegen Lockdown und so, konnten wir gar nicht drehen. Ja, ja. Und wir konnten auch Talk Paramus gar nicht drehen. Also, wir hatten früher einen Termin am 29. März. Es sollte eigentlich, und dann wurde es einfach abgeblasen wegen Lockdown. Dann haben die uns Lockdown schön reingeschoben. Und dann fertig. Und jetzt haben wir halt wieder begonnen. Und jetzt beginnen wir wieder mit den Dreharbeiten. Heute werden. Folgen wurden schon gedreht, so. Ja, Stammersdorf wird fix im Sommer kommen. Ja, fix sein. Also, wird es krass sein oder wird es krass sein? Es wird krasser sein. Es wird krasser sein. Staffel 3 wird alles abbrechen. Staffel 3, wie gesagt, The Change. Ja, so viel können wir euch verraten. Er ist auf jeden Fall dabei. Den Namen haben wir schon revealed. Und ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Es kommt immer wieder, wenn wir weiterkommen mit den Dreharbeiten, werden dann immer wieder kleine Informationen rauskommen. Kleine Leaks rauskommen und irgendwann kommt dann ein Trailer raus. Deswegen ganz wichtig, abonniert den Rambus Productions YouTube-Channel, damit ihr den Trailer nicht verpasst. Weil nur dort kommt der Trailer raus. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Abonnieren. Clips und Highlights
und unter jedem Highlight oder Clip von Rampf Productions steht drunter, wann kommt dritte Staffel, wann kommt Kurzfilm, wann kommt dies, das, wann kommt dies, das. Wisst Bescheid jetzt. Bald. Chillt mal ein bisschen. Bleib 2 Monate, es wird eins rauskommen. Chillt schon ein bisschen, okay? Und früher als ihr erwartet, wird's rausgeballert, okay? Jungs, Mädels, vote für mich, damit ich gewinne, weißt du, so. Ich freue mich dann auch so ein bisschen. Genau, ihr könnt für mich voten, könnt like, voten. Abonniert, macht Glocke aktiv und. Ihr könnt für Hindern voten, ihr müsst hier nochmal kurz reinkommen. Du kannst nochmal kurz reinkommen. Ja, für ihn nochmal voten. Für ihn, den ihr wollt, könnt's voten, aber es gibt nur einen richtigen Namen. Ihr könnt für uns alle drei voten und jetzt geht's gleich weiter, ne? Ja, passt. Let's go. Dankeschön. Corona. Corona. Wir sind getestet, okay? Wir sind alle negativ getestet. Wir haben es gegeben. Alles chillig. Doch, jetzt zum nächsten Interview mit den überstabilen, den zu krassen 22 Momo 48. Ein großer Applaus. Let's go! Let's go! Habibu Allah. Herzlich willkommen. Wie geht's dir eigentlich? Alles gut, alles chillig, alles ja, chillig. Sicher. Du warst Folge 5, die Stammastrophe. Die es nicht gesehen haben, gönnt euch. Du warst der, der transformiert ist von dem Türsteher, der dann später zu dir geworden ist. Ja, sicher. Es hatte einen Grund, warum. Sami, der Sam verkörpert hat, konnte an diesem Tag nicht kommen. Also am zweiten Tag, wo wir das gedreht haben. Aber bis dorthin haben wir ja schon eine Hälfte schon gedreht, was ihr gesehen habt. Aber dann am nächsten Tag, wo wir das drehen wollten, konnte er dann nicht kommen. Und deswegen sprang dann unser guter Momo Habibu ein und ist dann transformiert worden. Es war alles natürlich sehr, sehr spontan. Aber er ist zum Glück noch gekommen und hat die Szene noch gerettet. Und ich muss sagen, wie war das so beim Drehen so? Wollt ihr dich? Ja, sicher. Mit euch? Gut. Das ist immer chilliger. Ja, wir sind sogar ins Kino gekommen, war mega gut. Und wie war das? Bei mir? Ja. Oh, Beste. Und am meisten mit Fickt euch. Das legendäre Fickt euch am Ende. Blendet es jetzt nochmal kurz ein. Und jetzt nochmal eingeblendet. Fickt euch. Kommt, Jungs. Ihr seht es eh selber. Also, ziemlich legendär, oder? Ja, sicher, Mann. So krass? Ja, Mann. Was wir hatten jetzt ein Voting, mehrere Votings. Und wer glaubst du wird gewinnen? Also von drei. Von mir aus? Ja, yeah, also wer glaubst du wird gewinnen? Weißt du was? Yeah. Wenn ich bei letzter Platz wäre, ich hätte sowieso bei. Achso, ich hätte gewonnen. Ich sag dir ehrlich. Du hättest gewonnen! Aber ich hätte du gewonnen, wenn ich bei letzter. Du hättest gewonnen! Warte, wenn ich letzter Platz. Du hast nicht mal ins Voting reingeschafft! Wenn ich letzter Platz wäre, hätte ich gewonnen. Aber bei mir jetzt aus, Hindern ist fix gewonnen. Also gewinnen. Ja. Yeah. Alter, für ihn hat es gewonnen. Ich glaube auch. Also, weil er wurde halt mega stark gewotet und das zweimal, also jedes Mal wurde er mega stark gewotet. Und deswegen glaube ich schon, dass er es gewinnen wird. Aber es kann natürlich. Ich denke auch, er hat kann was auf jeden Fall mega sein. Kann schon mega sein. Verstand und Herz. Verstand und Herz und überall alles mit drin. Hast du die Folge gesehen? Ich habe schon die Folge gesehen. Ja. Yeah. Ich habe es nicht gesehen. Nein. Hast du nicht gesehen? Ja. Du hast viel zu tun, Business. Ja, Model. Er muss modeln. Link ist in der Videobeschreibung zu seinem Instagram. Geht ab und lässt ihn ein paar Followers da. Kommentare auf jeden Fall bei ihm da lassen. Schöne Grüße von mir da lassen. Und vielen, vielen Dank. So, als letztes kannst du noch einmal deinen besten Spruch sagen in die Kamera.